ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In diesem Video lernen wir die Ayah حتى زرتم المقابر. Das Wort حتى beginnt mit einem hellen H mit Fatha, dann mit einem Ta mit Shadda und Fatha drauf. Diese Fatha wird aufgrund des darauffolgenden Alifs verdoppelt, also zweifach in die Länge gezogen. Hatta, hatta. Dann kommen wir zum Wort Surtum. Wir haben das Zaim Dhamma, das heißt, wir runden die Lippen ganz, vollständig. Su, su. Und kommen dann mit den Lippen zurück zum dunklen Ra. Sur, sur. Dann gehen wir wegen dem Ta mit Dhamma mit unseren Lippen wieder nach vorne. Tu, sur, tu, sur, tu. Und vom Mim begeben wir uns direkt in das Lam. Sur, tumul, sur, tumul, hatta sur, tumul. Das Mim und Qaf haben eine Fatha. Allerdings ist die Fatha des Qafs aufgrund des Alif doppelt so lang. Wir sagen Maqa, Maqa. Wir ziehen das Qaf länger als das Mim. Und achten darauf, dass das Mim hell ist, Ma, und das Qaf dunkel ist. Qa, Maqa. Dann kommen wir zum Ba mit Kasra. Und wir sprechen eine vollständige Kasra aus. Wir sagen Bi, Bi und nicht B. Und schließen die Ayah mit einem Ra mit Sukun ab. Allerdings ist dieses Ra hell und nicht dunkel. Beim dunklen Buchstaben wölbt sich die Zunge in der Mitte. Dadurch erhebt sich die Hinterzunge und die Kehle verengt sich. Beim hellen Buchstaben hingegen haben wir das nicht. Wir sprechen es Ir, Ir und nicht Ir aus. Bir, Bir, Maqabir, Maqabir. Und zum Abschluss noch einmal die gesamte Ayah. Hatta zurtumul maqabir.